Das war wieder eins von diesen neuen Wochenliedern. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal davon gehört haben. Der Traumjob mancher Jugendlicher klingt wie eine Krankheit. Influenza. Ein Influencer vom Wort her bedeutet, das ist jemand, der Einfluss hat. Ein Influencer hat einen eigenen Kanal auf YouTube und gibt da Schminktipps oder ähnliches. Und wenn es gut läuft, dann hat er oder sie viele tausend Fans, die die Seite abonniert haben. Und je mehr Zuschauer man hat, desto mehr Geld lässt sich damit verdienen. Fans sind beliebt. Die siegende Fußballmannschaft bedankt sich in der Regel bei ihren Fans für die tolle Unterstützung. Und der Erfolg einer Rockband wird an der Anzahl ihrer Fans gemessen. Und wie wir eben gehört haben, hatte auch Jesus jede Menge Fans. Sie standen an der Straße, wedelten mit ihren Palmzweigen und jubelten ihm zu. Er kann zufrieden sein. Er ist ein Influencer, einer, der großen Einfluss hat, einer der bekanntesten drauf zu. 1966 hat John Lennon ganz stolz verkündet, die Beatles seien populärer als Jesus und das Christentum würde ohnehin untergehen. Er hat sich geirrt. Selbst diejenigen, die nichts von Jesus wissen wollen oder sogar aktiv gegen ihn arbeiten, kennen seinen Namen. Es ist schon ein Phänomen. Dieser kleine Zimmermann, irgendwo aus der nördlichen Provinz, von dem man munkelt, dass seine Vaterschaft nicht eindeutig geklärt sei. Also manche erzählen ja, seine Mutter hat was mit einem römischen Soldaten gehabt. Dieser Habenichts, der nicht mal ein eigenes Haus besitzt, geschweige denn ein nennenswertes Vermögen. Nicht mal Kinder hat er oder gar eine Firma. Er ist ein Niemand. Aber dieser Niemand ist nach 20 Jahrhunderten noch immer die zentrale Person der Menschheitsgeschichte. Bei seinem Einzug in Jerusalem saß er nicht auf dem hohen Ross der Sieger, sondern auf einem Esel, dem Reittier der einfachen Leute. Und der war auch bloß geliehen. Genauso wie das Grab, in das sie ihn gelegt haben. Naja, war ja auch bloß übers Wochenende. Nach den üblichen Maßstäben war er ein Verlierer. Er ist mit gerade mal 30 Jahren am Kreuz gestorben und also gescheitert. Und dennoch richten wir unsere Zeitrechnung nach ihm aus. Kein König, kein Philosoph, kein Künstler hat die Menschheit so sehr prägen können wie er. Mehr Influencer geht nicht. Das Verrückte an der Sache ist nur, Jesus will gar keine Fans. Er hat sie damals nicht gewollt und er will sie auch heute nicht. Er mag keine Publicity. Als sie ihn zum König machen wollten, ist er weggegangen. Als sie ihn als Wundertäter gefeiert haben, hat er im Morgengrauen die Stadt verlassen. Und diesen Einzug in Jerusalem veranstaltet er nicht, weil er das Bad in der Menge so liebt, sondern weil es Teil seiner Mission war. Ihm ging es darum, die Weissagungen des Propheten Sacharja zu erfüllen. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Seine Jünger haben das erst später begriffen, nach der Katastrophe, die gar keine war, aber auch das haben sie erst verstanden, nachdem Jesus den Tod besiegt hat und ihnen alles von Neuem nochmal erklärt hat. Aber in diesem Moment, beim Einzug in Jerusalem, da sonnen sie sich im Ruhm.
Sie gehen hinter dem König her und werden mit ihm bejubelt. Was für ein Moment für einen einfachen Fischer aus Galiläa, in der Hauptstadt des Landes gefeiert zu werden. Dabei hätte ihnen schon klar sein können, dass ihr Meister in diesem Moment sein Todesurteil unterschreibt. Die Pharisäer tuscheln schon. Ihr seht doch, dass er nichts ausrichtet. Alle Welt läuft ihm nach. Wir haben uns am letzten Sonntag ja mit dem historischen Hintergrund des Ganzen befasst. Kaiphas, Hohepriester von römischen Gnaden, eingesetzt von Valerius Gratus, dem Vorgänger des Pontius Pilatus, der hat die schwierige Aufgabe, das labile politische System stabil zu halten. Noch ist es so, dass die Juden einigermaßen ungehindert leben können. Solange es nicht zu Aufständen kommt und sie brav ihre Steuern bezahlen, lassen die Römer sie in Ruhe. Aber Jesus gefährdet diesen Frieden massiv. Es ist ja Feiertag. Jerusalem ist voll von Pilgern. Es ist geradezu überfüllt. Aus dem ganzen Land sind sie in die Stadt geströmt. Und die Römer sind wie jedes Jahr nervös. Sie haben routinemäßig zusätzliche Hundertschaften in die Stadt verlegt, damit sie bei eventuellen Aufständen gerüstet sind. Das ist so eine Stimmung, so ähnlich wie bei einem großen Fußballspiel, wo die Polizei weiß, wenn wir nicht aufpassen, dann fliegt uns das Ganze hier um die Ohren. Und in dieser Situation, mit großem Tamtam in die Stadt einzuziehen und sich dabei wie ein König bejubeln zu lassen, ist so ähnlich, als würde man ein Osterfeuer auf einer Tankstelle anzünden. Nicht empfehlenswert. Es ist ein Wunder, dass die Römer da nicht schon längst eingegriffen haben. Aber Kaiphas hat einen Plan. Er hat schon geahnt, was kommt. Spätestens als er von diesen Gerüchten gehört hat, dass Jesus angeblich einen Toten auferweckt hat. Ganz in der Nähe soll das gewesen sein, in Havetoft-Leut, in Bethanien, keine 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und das Volk liebt solche Geschichten. Klar, dass sie ihm zujubeln. Sensationslüsternes Pack. Es gibt nur eine Lösung. Man muss Jesus so schnell wie möglich aus dem Verkehr ziehen, bevor es zur Katastrophe kommt. Wie Kaiphas bereits bei dieser geheimen Sitzung gesagt hat, besser einer stirbt für das Volk, als dass alle zugrunde gehen. Was er ja nicht ahnen konnte, Jesus würde dieser Aussage zustimmen. Er ist in die Stadt gekommen, um zu sterben. Ist ganz interessant, dieses Zitat von Sacharja, wenn man das weiterliest, 2 Verse weiter heißt es: Um des Blutes deines Bundes willen lasse ich deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Um des Blutes deines Bundes willen lasse ich deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Und das ist es, was Jesus vorhat. Einen neuen Bund will er schließen durch sein Blut. Einen Bund, der die Pforten des Totenreiches zersprengen wird und die Gefangenen siegend herausführt. Einen Bund, der den Menschen die Tür zum ewigen Leben öffnet. Dieser Weg wird kein leichter sein, aber Jesus ist bereit, ihn zu gehen. Und das tut er nicht für ein paar Klicks auf YouTube. Und das tut er nicht, damit die Leute sein Gesicht auf ein T-Shirt drucken und die Presse auf Seite 1 über ihn berichtet. Er will keine Fans. Er hat kein Interesse an Menschenmassen, die ihn jetzt noch feiern und sich bald darauf gegen ihn wenden, wenn sie sehen, dass ihr Superheld scheitert. Denn so sind die Massen. Was sie wollen, sind strahlende Sieger, mit denen sie sich identifizieren können, in deren Ruhm sie sich sonnen können, ohne sich selbst dafür anstrengen zu müssen. Und wehe so einer scheitert, dann schmeißen sie aber ganz schnell mit Steinen. Es ist ja auch viel schöner, nach einem Sieg die Fahnen zu schwenken und gröhlen durch die Stadt zu ziehen, als miterleben zu müssen, wie der Verein gegen einen Zweitligisten verliert. Jesus will keine Fans, er will Nachfolger. Ein Fan ist jemand, der viel über Jesus weiß. Ein Nachfolger
ist jemand, der ihn persönlich kennt. Ein Fan hält sich an bestimmte Regeln und denkt, das macht ihn zum Christen. Ein Nachfolger öffnet sein Herz für Jesus und lässt sein Leben von ihm bestimmen. Es liegen Welten zwischen diesen beiden Personengruppen. Und dennoch fällt es uns schwer, beide zu unterscheiden. Man macht sich auch so leicht selber was vor. Was bin ich denn, Fan oder Nachfolger? Ist Jesus wirklich der Mittelpunkt meines Lebens? Sitzt er am Steuer meines Autos oder ist er nur der fromme Aufkleber an der Außenseite? Jesus will Nachfolger. Er will Menschen, die bereit sind, ihr Leben für ihn aufs Spiel zu setzen. Menschen, die sich auch dann noch zu ihm bekennen, wenn es brenzlig wird, wenn es Geld kostet, wenn es die Freiheit kostet und wenn andere Menschen, vielleicht die besten Freunde oder die eigene Familie, einen schräg angucken und verspotten. Jesus will Menschen, die sich radikal dem Reich Gottes verschreiben, die sich danach sehnen, dass sein Wille geschieht, die nicht danach fragen, was Jesus für sie tun kann, sondern die bereit sind, ihm zu dienen. Er hat sich selbst völlig hingegeben und nichts weniger erwartet er von denen, die ihm folgen. Und da ist er erstaunlich kompromisslos. Er ist kein Verkäufer, der seine Ware anpreist, in den höchsten Tönen die guten Seiten den Leuten rüberbringt und dabei die schlechten Seiten vornehm verschweigt. Es gibt ein ganz erstaunliches Muster, das sich in der Bibel mehrfach wiederholt. Wenn sich eine große Menschenmenge versammelt hat, um Jesus zuzuhören, dann hält er meist eine Rede, nach der die Leute in Scharen davonlaufen. Er zeigt gar kein Interesse daran, den Leuten das zu erzählen, was sie gerne hören wollen, damit sie ihn feiern. Er war das genaue Gegenteil eines Politikers. Einmal hat er es so weit getrieben, dass am Ende selbst die 12 gefragt hat, wollt ihr auch weggehen? Nachzulesen, Johannes 6. Die Leute fingen nämlich an, ihn in Scharen zu verlassen, weil ihnen die Worte Jesu zu heftig wurde. Er hat ihnen gesagt, dass allein der Glaube an ihn sie selig machen kann. Er sei das Brot, das vom Himmel gekommen sei, und wer leben will, der müsse es essen. Und das hat den Leuten nicht gepasst. Ich meine, es war ja nett, ihm eine Weile zuzuhören und ein paar Wunder mitzuerleben und auch das mit Brot und Fisch, all you can eat, das war schon ganz nett, aber das war ihm jetzt doch eine Nummer zu heftig. Ich meine, was bildet sich dieser dahergelaufene Zimmermann eigentlich ein, wer er ist? Der liebe Gott persönlich? Und sie gingen weg. Und Jesus ist ihnen nicht nachgelaufen. Er hat nicht gesagt, ey, wartet doch, man kann das auch ein bisschen netter ausdrücken, ein bisschen milder, lass uns doch einen Kompromiss finden, so einen gemeinsamen Nenner, auf den wir uns alle verständigen können. Vielleicht so, an Jesus glauben ist ein guter Weg, neben vielen anderen. Man kann natürlich auch selig werden, ohne an Jesus zu glauben. Solche Aussagen finden wir bei modernen Theologen, aber Jesus hat es nicht gesagt. Er ist keinen Millimeter von der Wahrheit abgewichen, koste es, was es wolle. Und wer ihn dann verlassen wollte, der musste das eben tun. Und selbst die 12 hat er danach gefragt, wollt ihr auch gehen? Die Antwort kennt ihr. Petrus sprach im Namen der Jünger, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesus will Nachfolger, keine Fans, keine Schönwetterchristen, die sich nur für ihn interessieren, solange sie denken, dass er was für sie tun kann. Sie segnen, sie heilen, ihre Gebete erhören. Er will Menschen, die ihm auch dann noch die Treue halten, wenn es unangenehm und dunkel wird. Menschen, denen der Glaube über alles geht, denen der Wille Gottes wertvoller ist als die eigene Bequemlichkeit und das eigene Leben. Und diesen Menschen verheißt er, dass er sie niemals verlassen wird. Nicht einmal der Tod wird sie von seiner Liebe trennen können.
Jesus hat sein Leben hingegeben, aber nicht, damit die Menschen zu Ostern ein extra langes Wochenende genießen können, sondern um denen, die ihm folgen, das ewige Leben zu schenken und tiefen Frieden mit Gott. Amen.